Bewusst gemeinsam leben versteht sich als Drehscheibe für Veränderungen in den Bereichen Lebensmittelversorgung, Energiesicherheit und Rückbesinnung zur Natur. Dafür machen wir uns stark. Jeder für sich und alle gemeinsam. Zeit, dass man nicht einfach was macht oder eine Information oder eine Empfehlung einfach ausführt, sondern dass ich es erst durch meine eigenen Gedanken durcharbeite, erst, dass ich, wenn ich es verstanden habe und für mich stimmig ist, dass ich dann ja dazu sage. Und dann mache ich es auch so. Und zwar so lang, bis es halt mal dann für mich nicht mehr passt, weil ich wieder neue Erkenntnisse gekriegt habe. Dann muss ich es wieder neu hinterfragen und wieder neu durchdenken. Und es ist natürlich für vieles Zeit jetzt, aber ich glaube auch, es ist Zeit, dass wir, wenn wir was Neues gründen, aus dem Herzen gründen, aber dann mit Kopf und Geist führen. Und das, glaube ich, ist auch was, was uns menschlicher macht und was für diese Zeit jetzt ganz besonders wichtig ist.